Comedy ist dir zu albern, Kabarett nicht lustig genug. In der Oper wird zu viel gesungen, im Theater spritzt immer nur Blut. Performance ist dir zu meta, Varieté unter deinem Niveau. Du verstehst den Sinn einer Lesung nicht, lesen kannst ja auch auf dem Klo. Im Zirkus quälen sie Tiere, bei neuer Musik das Publikum. Für Klassik hast du nix zum Anziehen, Karneval ist dir zu dumm. Für ein Schlagerkonzept magst du Musik zu sehr. Für Heavy Metal dein Trommelfell. Der Ring der Nebelungen dauert dir so lang. Der durchschnittliche Deutschrapper rappt dir zu schnell. Bei Pantomime fehlen dir die Worte. Bei Impro fehlt dir der Plan. Popstars kommen aus der Retorte. Und Choreografien sind so unspontan. Verarschen kannst du dich auch gut alleine. Dafür brauchst du keine Zaubershow. Für Poetry Slam bist du zu alt. Für Lyrik noch zu lebensfroh. Ein Abonnement zu festgelegt. Ein Wunschkonzert, die Qual der Wahl. Am Ende von Corona ist das alles egal. Ins Theater, nur aus Mitleid, nicht weil du Bock hast oder Zeit. Geh ins Theater, so viel wie möglich, tu's nicht für dich, wir haben's nötig. Kaufe Karten, Kulturbanause, geh ruhig heimlich in der Pause. Oder kauf Karten und bleib ganz zu Hause. Die sind eh bald auf Disney Plus. Überteuertes Popcorn ist für dich kein Grund, dass man das Haus verlassen muss. Für ein Chansonprogramm bist du zu frankophob. Liedermacherei klingt dir zu deutsch. Klavierkabarettisten ernten zu viel Lob vom jungen Jazz. Bist du enttäuscht? Ballett, ein antiquiertes Konzept. Modern Dance ist dir zu modern. Du interessierst dich nicht für Goethes Pudel und erst recht nicht für dessen Kern. A cappella Band, ein Widerspruch in sich. Puppenspiel, zu infantil. Lasershows flashen dich nicht. Ne Modenschau, nicht dein Stil. Burlesque ist dir zu viel Nackedei. Travestie hingegen zu queer. Willst du Brüste sehen, reicht auch RTL2. Zu Hause zahlst du nur die Hälfte fürs Bier. Musical ist was für Mädchen, doch du lebst genderneutral. Ja, am Ende von Corona ist das alles egal. Ins Theater, nur aus Mitleid, nicht weil du Bock hast. Kulturzentren zu bunt und Festivals zu dreckig. Kellerclubs zu tief, die Elfi ist zu hoch und außerdem noch schief. Architekten sind doof, Punk ist dead und Kabarett auch. Karneval und Fasching ein veralteter Brauch. Schattentheater zu schwarz-weiß, Open Air ist zu heiß oder zu nass. Und man weiß nie vorher was. Theater, Konzert. Ein transitorischer Akt bei gleichzeitiger Anwesenheit von Publikum und Performer. War ja ne super Idee, bevor es Netflix gab, Spotify und Corona. Geh ins Theater und Konzert, Kultur macht Mühe, doch die ist sie wert. Hab ein Erlebnis, das geht nicht zu Hause, krieg den Arsch hoch, Kulturbanause.
Geh ins Theater und Konzert. Es hat sich nachher außer dir nie einer beschwert. Tu's nicht für uns, tu's für dich. Ohne Kultur geht es nicht. Also geht schon, ist halt nur Kacke, ne?